Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich bin froh und dankbar, dass ich meine Krebstherapie gut überstanden habe. Ich bin wieder gesund, auch wenn es natürlich, wie für viele andere, auch für mich keine Garantie gibt und wenn ein Restrisiko bleibt. Deshalb werde ich weiter in medizinischer Behandlung und in medizinischer Kontrolle bleiben. Es war bislang der schwerste Kampf in meinem Leben. Die letzten Monate sind auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Vor 8 Monaten habe ich meine Brustkrebserkrankung öffentlich bekannt gemacht. Mir war es wichtig, von Anfang an offen damit umzugehen. Seitdem hat mich eine Welle getragen, eine Welle des Zuspruchs, des Mutmachens. Viele Briefe, Mails haben mich erreicht. Jedes Wort, jede Nachricht, jede Blume, die ich bekommen habe, jede Kerze, die für mich angezündet wurde, haben mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und haben mich durch diese schwere Zeit getragen. Die Krebstherapie hat auch Spuren hinterlassen und deshalb möchte ich gerne in den nächsten Wochen eine sogenannte Anschlussheilbehandlung machen, in der ich wieder neue Kraft schöpfen kann. Meine Familie und ich sind natürlich sehr glücklich darüber. Die Diagnose damals war ein großer Schock für mich, für Familie und Freunde. Aber ich habe auch gespürt, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich Sorgen gemacht haben. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich diese ganze Sache gut überstanden habe, bin glücklich darüber, auch wenn gerade diese Zeiten auch überschattet werden. Ich mache mir nach wie vor große Sorgen um unser Land, wie wir gut durch die Corona-Krise kommen. Und deshalb darf ich allen versichern, dass ich weiter all meine Kraft aufwenden werde, unser Land gut durch diese Krise zu bringen. Ich möchte mich abschließend ganz herzlich bedanken bei vielen Menschen, die mich in dieser Zeit unterstützt haben. Ich danke vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, die mir in den letzten Monaten beigestanden sind, die mich unterstützt haben. Ich danke allen politischen Kräften im Land für Anstand und Fairness in dieser persönlichen Angelegenheit. Ich danke insbesondere der Landesregierung, meinem Stellvertreter Lorenz Cafier, ich danke dem Parlament und ich danke vor allem meiner Fraktion und meiner Partei, die jederzeit hinter mir stand. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatskanzlei, die mich in dieser Zeit getragen haben. Ich danke Malu Dreyer, die mir in dunklen Momenten beigestanden hat und die mir gemeinsam mit Thorsten Schäfer-Gümbel ermöglicht hat, durch die Abgabe des kommissarischen SPD-Vorsitzes den notwendigen Freiraum für meine Behandlung zu bekommen. Liebe Grüße an Mainz. Mein besonderer Dank gilt den Ärzten, den Pflegern, den Krankenschwestern, meiner Hausärztin, der Brustkrankenschwester, allen Menschen, die mich in dieser Zeit medizinisch begleitet haben. Ich bin beeindruckt, wie viele Menschen es gibt in unserem Gesundheitswesen, die sich wirklich Tag und Nacht Gedanken machen um viele Patienten, die, wie auch ich, Unterstützung und Beistand brauchten. Mein ganz besonderer Dank gilt meiner großartigen Familie, die immer zu mir gehalten hat, auch in dunklen Stunden. Ich denke heute ganz besonders an die vielen Kinder, Jugendlichen, Frauen und Männer, die auch gegen eine schwere Erkrankung kämpfen. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen viel Kraft und den Zuspruch und die Unterstützung, die ich hatte. Alles Gute. Ich werde, so wie es viele für mich getan haben, heute Abend für Sie eine Kerze anzünden. Vielen Dank.